Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, heute spielen wir den Floating Sandbox Simulator. Ja, wie man hier schon sehen kann, ist hier die RMS Titanic ein sehr wunderschönes Schiff. Und ja, das Spielprinzip in diesem Simulator ist, Schiffe zu versenken. Auf die komischsten Art und Weisen, die es nur gibt. Also, ich könnte jetzt hier die Titanic kaputt hämmern oder kaputt sägen oder mit Bomben arbeiten, also mit vielen verschiedenen Möglichkeiten. Ja, es gibt hier mehr Schiffe als nur die Titanic. Es gibt hier sogar Flugzeuge, was sehr komisch ist, aber gut, es gibt sie. Und ja, ich würde mal sagen, wir fangen dann auch mal an, die Titanic zu versenken. Ich versuche erstmal, sie so zu versenken, wie sie ungefähr in echt gesunken ist. Und dann kann man ja mal ein paar Experimente machen, wie sie noch sinken könnte. Und wenn euch das gefällt, dann könnt ihr ja gerne mal ein Like da lassen. Und ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Oh Gott, was kommt da? Wieso kommt da jetzt so eine große Welle? Oh, die greift schon unser Schiff jetzt schon an. Warum macht diese Welle das? Hä? Ja, na super. Ich würde mal sagen, wir reloaden das Schiff einmal. So. Ja, ihr könnt, wie gesagt, gerne in die Kommentare schreiben, welche Schiffe, wenn es sie gibt, ich noch versenken soll und wie ich sie versenken soll. Das, ja, wie gesagt, könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und ich würde mal sagen, wir fangen an. Und zwar hier am Bug. Und ich würde mal sagen, wir fangen mal an, so, die Titanic hier mal ein bisschen aufzuschlitzen. Gut, das war jetzt nicht so groß, die Risse. Sie sinkt sehr, sehr schnell. Fängt hier schon an, leicht zu reißen. Ah, sie ist durchgebrochen. Ja, so früh ist sie natürlich nur in echt durchgebrochen und in echt ist sie hier durchgebrochen. So, erster Schornstein fällt ab. Zweiter Schornstein. Ihr werdet eigentlich auch schon nicht mehr drauf. So. Jetzt müsste irgendwie nur noch das Heck untergehen. Aber gut. Da können wir mal gucken, ob das hier hilft. So. Hier sehen wir jetzt den Bug. Oh, der wird hart auf, also sehr hart auf den Boden aufschlagen. Da wird nicht viel überbleiben von dem Bug. Alter. Das arme Schiff. So, gucken wir mal, was macht das Heck da oben. Och, das läuft noch voll. Dann kann man sich auch noch weiter erstmal auf dem Bug so fixieren. Ja. Gott sei Dank ist das Schiff nicht so. So, obwohl, naja, das Wrack sieht eigentlich auch schon sehr schlimm aus. So, jetzt ist das Heck auch mittlerweile schon soweit. So, und viele, die ja auch wissen, wie die Titanic gesunken ist, hier, das Heck, das hat ordentlich Beschädigung abbekommen. Das mache ich jetzt mal hier auch. Einfach mal so eben. So. Hier fehlen ja zum Teil am Heck echt viele Platten und alles. Das ist ja auch, dadurch, dass viele Kessel noch explodiert sind, sind viele von den Stahlwänden, die ja nur genietet waren, abgeflogen und alles. Also der Bug hat so einiges überstanden in Real Life, aber das Heck nicht. Das ist leider in einem sehr, sehr schlimmen Zustand. Hier prallt das Heck jetzt auch einfach nur noch auf den Boden. Ja. Irgendwie schon witzig gemacht, diese Simulation. Muss ich sagen. Ja, und hier liegt jetzt die Titanic. Ich habe versucht, das so nah wie möglich an den realen Untergang zu bringen. Hat jetzt leider nicht geklappt. Sie ist viel zu früh weggebrochen. Ich weiß nicht, ob ich viel zu viel aufgeschlitzt habe. Ja, ich würde mal sagen, wir reloaden das Schiff einmal.
Und test mal ein anderes Tool aus. Slice könnten wir ja mal versuchen auf diese Methode. So. Bringt das was? Dass sie jetzt nicht direkt kaputt geht. Ah, die will ich schon wieder reißen. Die will ich schon wieder reißen. Ach, komm schon. Immer an diesem Punkt. Ich. Warte mal. Ich versuche meinen längeren Schnitt. Ja, gut, jetzt geht das Teil hier richtig runter. Das war jetzt in echt auch nicht. Vielleicht reiße sie dann jetzt nicht hier direkt sofort. Doch. Vielleicht hätte ich den Schnitt nicht da nochmal länger machen sollen. Ja. Das ist schade. Testen wir doch mal aus. Was wäre, wenn die Titanic vorne den Eisberg ausgewichen wäre, aber hinten nicht? Dass da einmal schön gegen die Schiffsschrauben geknallt wäre. Wie wäre das, wenn sie im Heck zuerst? Das interessiert mich jetzt mal. Also gut, es wäre nicht wirklich großartig anders vielleicht, aber so wenn der anstatt das Heck sich hebt, der Bug. Na, hier machen wir auch noch mal ein paar Risse rein. Boah, Alter. Einmal schön entlang des ganzen Rumpfs aufgerissen. Ja, jetzt ist der Bug hier. In echt würde jetzt hier Wasser reinlaufen. So, jetzt läuft ja auch Wasser rein. Ja, die Schornsteine würden eigentlich gar nicht mehr existieren. Das Ding auch nicht. Und der Bug wird definitiv schneller weg. Der würde ja jetzt hier komplett volllaufen. Die Schotten, das würde sofort überschwappen. Schneiden wir hier einfach mal den ganzen Kiel auf. Ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Zum Glück sterben hier gerade keine echten Menschen. Ach, der Tag ist schon wieder ganz unten angekommen. Boah, egal wie der Tag leidet immer. Das ist echt. Ach, so scheiße. Dass das immer so am meisten leidet. Aber gut, der Bug wird jetzt auch wieder ordentlich leiden. Durch diese eine Ecke hier. Ja, das ist. Da knallt schon der erste Boden. Also, ja, der ersten Boden vom Kiel schlagen gerade hier auf den Grund auf. Ja, die wird jetzt hier hinten auch einmal richtig raufdonnern. Ich würde mal sagen, wir testen mal ein anderes Schiff aus. Oha, Titanic Front, nee. Ja, ich würde mal sagen, wir testen mal das Schwesternschiff der Titanic aus, die Olympic. Das ist ja das Schiff, was von all den drei der Olympic-Klasse nicht gesunken ist. Gibt hier zwar nur als HMT-Version, aber das ist ja jetzt auch nicht so schlimm. Wir benutzen mal die hier. So, hier haben wir einmal den Truppentransporter HMT Olympic. Ja, das Schiff, was den Ersten Weltkrieg überlebte. Und sagen wir mal, die Olympic, sie wäre jetzt. Ja, die Olympic hat ja dieses eine deutsche U-Boot da gerammt. Und sagen wir mal, davon hätte sie jetzt hier einen richtig fetten Schaden genommen. Ich weiß nicht, ob das schon übertrieben ist, der Schaden. Aber sie hätte jetzt mal das U-Boot, wie sie ja in Wirklichkeit das deutsche U-Boot gerammt hat. So, und davon hätte sie jetzt da so eine richtige Delle drin, die auch auf wäre, sodass Wasser reinlaufen kann. Jetzt bin ich mal gespannt, wie lange das dauert, bis der Kahn hier untergegangen ist. So, hier sehen wir schon. Bug unter Wasser, Schornstein erster bricht weg. Zweiter genauso. Der sinkt mehr wie die Titanic. Der dritte. Machen wir mal den vierten weg.
Ich würde mal sagen, die Olympik wäre ja eigentlich auch hier durchgebrochen. Oder was würdet ihr sagen? Könnt ihr ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob sie jetzt auch schon. Okay. Oh, okay, die Olympik dreht sich auf den Kopf. Alles klar. Easy. Ich denke mal, der Mast, der wäre easy hier reingeknickt. Nicht nach vorne. Der definitiv auch. Bam, da schlägt noch die Olympik auf den Boden auf. Boah. Alter, da drückt ja das ganze Gewicht des Schiffs einfach mal und nach unten. Da muss man sich mal überlegen. Das Schiff wäre richtig zerstört worden. Also ich denke mal, da wäre noch mehr hier vorne kaputt als nur das bisschen. Aber wenn man so guckt, bis auf den Bug hat die Olympik eigentlich ganz gut überlebt. Wir können ja mal, ich wollte auf Reload Ship klicken. Wir können ja mal testen, was passiert wäre, wenn die Olympik gegen eine Bombe gefahren wäre. Wo platzieren wir die denn mal am besten? Hier so wie die Britannic gegen eine Seemine. Ja gut, das ist jetzt keine Seemine, aber ich weiß nicht, ich. So, es ist hier auf. Also, es explodiert, die Hülle kaputt. Ich bin hier mal gespannt, wie schnell das geht, bis die gesunken ist. Boah, das geht ja auch schnell. So ungefähr. Das ist ja bei der Titanic auch dieses Teil und dann das. Nur dass sie nicht so schnell unten war, oder? Ich weiß das gar nicht. Also im Film trieb sie ja noch ein bisschen wie ein Korken oben. Aber weiß jetzt nicht, ob das in Real Life so war. Ich war nicht dabei. Kann ich nie beurteilen. Boah, auch jetzt wieder. Aber das ist die Olympik, dreht sich immer auf den Kopf. Das ist komisch, das hatte ich. Bei der Titanic bisher noch nicht, die ist ja immer sofort auseinandergebrochen. Und das Schwesternschiff Britannic habe ich hier auch schon ausgetestet. Ich kann ja mal die Britannic testen. Hier haben wir sie einmal, zack, load. Bei der Britannic war das ja Tools, AC-Bomb. Wo ist jetzt die Mine genau? Ich weiß nicht, ob sie genau hier ungefähr. Boah. Okay, so ein großes Loch ist jetzt nur nicht in der Britannic entstanden. Oh mein Gott. Alter. Das hat ja den halben Rumpf weggefetzt hier vorne. Also was heißt den halben, ne? Aber trotzdem, das hat ein ordentliches Stück weggefetzt. Boah. Also jetzt müsste eigentlich der Bug ja mit runtergehen. Obwohl, ich denke mal, ja, jetzt tut er das. Das Wasser ist da richtig schnell rübergeschwappt. Da muss man sich vorstellen, hier in die Schiffsschrauben, die haben sich noch weiter bewegt, weil der Kapitän versucht hat, das Schiff zu stranden. Wie schlimm das gewesen sein muss, wenn du da im Rettungsboot sitzt, denkst du bist jetzt gesichert, oder was heißt gesichert, gerettet. Und plötzlich siehst du da nur noch diese rotierenden Schiffsschrauben. Und dann bist du tot. Ich will nicht wissen, was für ein schlimmer Tod das war. Eigentlich ist die Britannic ja, als sie gesunken ist, mit dem Bug schon auf dem Boden aufgeschlagen, als das Heck noch rausgeguckt hat, weil das Schiff war länger als das Wasser tiefer. Aber gut, hier ist das jetzt. Ja, jetzt geht sie komplett unter. Aber die ist noch ganz schön gut mit Luft gefüllt. Aber auch die dreht sich jetzt auf den Kopf, oder? Ja, ein bisschen. Na, wohl nicht so wie die Olympic. Aber auch hier wieder. Die wird auch ordentlich Schaden nehmen. Boah, das reißt hier richtig auf. Boah. Jetzt dreht sie sich mir auf den Kopf.
Da wird die Brücke erstmal zerfetzt. Oh mein Gott, Alter. Da waren ja echt mehrere Tonnen echt gegen den ganzen Bug. Das ist. Ich meine, so ein Schiff ist ja nicht gerade leicht. Das weiß man ja jetzt nun auch. Das ist echt ein Phänomen, dass die Teile überhaupt schwimmen. Ja, ich würde mal sagen, wir testen noch mal ein Schiff. Vielleicht die Lusitania, weil die ja auch gesunken ist. Oder die RMS Britannic, wenn sie die hier auch haben. Die Britannic als RMS-Version. So wie sie ja leider nie gefahren ist. Also, ach, das Ding hat sich gerade kurz aufgehangen. Britannic. Man kann selbst ein AT-AT versenken. Aber ne, ich will kein AT-AT versenken, ich will immer noch die Britannic. Britannic. Warte, da müsste ich mal gucken. RMS. Da ist sie, Britannic. Ja, das wäre die Britannic als Luxusdampfer gewesen. Leider kam es nie dazu. Und warum biegen sich die Masten jetzt schon so? Oh mein Gott. Aber ich glaube nicht, dass die Britannic als Passagierdampfer Rettungsboote hätte mit Hospitallackierung. Also, das bezweifle ich jetzt mal. Oh, was für eine Art und Weise könnte man denn die Britannic versenken hier als. Feuerlöscher, ja, was macht der großartig? Ja, löscht halt, ne? Das, ich dachte, der macht irgendwie auch was am Schiff, aber. Oh, ja, wir haben jetzt mal ein Feuer auf der Britannic verursacht. Jetzt brennt der Mast weg. Verteilt sich das Feuer auch nochmal auf dem Schiff? Nö. Also die Masten ja, weil sie aus Holz bestehen. Das war's auch. Auch Rettungsboote bestehen auch aus Holz. Das ganze Deck besteht aus Holz. Was? Leute. Sagen wir mal, die Britannic trifft auch so eine Welle. Ja, hier, auf so eine Monsterwelle. Das ist jetzt unrealistisch, aber hey, es ist ein Floating Simulator. Immerhin, das Feuer sollte ja gleich gelöscht sein. Ja. Und da läuft sie auch voll. Ob die jetzt hier in der Mitte bricht? Oh Gott! Du Scheiße! Das überlebt das Schiff nicht. Ey, die Rettungsboote sind voll Wasser. Oh Gott. Ja, sie bricht in der Mitte. Ja, da läuft das Schiff jetzt mit Wasser voll. Jetzt versuchen wir mal hier die hier. So. Ah, hier Smash. Oh Gott. Rip Britannic. Ach du Scheiße. Uff. Hey, hier ist noch eine Schiffsschraube. Da ist noch was von diesem Super David. Das war meine Britannic. So, kann man hier. Ah, hier kann man. Ah.
Jetzt könnte man den Untergang viel besser simulieren. Der Britannic. Ah, gut zu wissen. Ja. Na gut. Ich hoffe, euch hat die erste Folge vom Floating Sandbox Simulator gefallen. Wenn ja, dann lasst doch ein Like da. Schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, welche Schiffe ich als nächstes versenken soll und auf was für eine Art und Weise. Wenn ihr euch dieses Spiel holen wollt, dann packe ich euch einen Link in die Videobeschreibung. Dies ist ein kostenloses Spiel. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!